Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Präsidentin. Als Vizepräsidentin der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft bin ich dankbar dafür, dass dieses Thema heute im Deutschen Bundestag behandelt wird, denn es ist in der Tat eines, was die Gesellschaft beschäftigt. Und wenn man etwas in die Historie schaut, dann wissen wir, dass Schwimmen eine der Kulturtechniken der Menschheit ist. Schon im 4. bis 5. Jahrtausend vor Christus gab es die ersten Höhlenmalereien, auf denen Schwimmer abgebildet waren. Und im alten Ägypten war es Teil der Ausbildung, dass Menschen schwimmen lernten. Und es waren allerdings damals vor allem die Kinder der Könige und des Adels, die sogar persönliche Schwimmmeister zur Verfügung hatten. Heute ist Schwimmen, Gott sei Dank, ein Breitensport. Aber das Schwimmen, das wurde vielfach schon ausgeführt. Und das Schwimmen können, das sicher schwimmen können, ist leider heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Die Schwimmfähigkeit ist rückläufig und auch diejenigen, die sich freuen, ein Seepferdchen zu besitzen, und es sind auch immer wieder viele Kolleginnen und Kollegen, die gerne darüber sprechen, das alleine heißt noch nicht, dass man schwimmen kann, sondern nur, dass man sich irgendwie eine Viertelstunde über Wasser hält. Aber richtig sicher schwimmen ist eben was anderes. Der Ausfall der Schwimmstunden ist sicherlich ein Hintergrund, der beleuchtet wurde, aber es ist auch, was der Kollege Korte gesagt hat, schon durchaus ein Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft der Kinder und auch der Frage, ob sie schwimmen können. Und da, lieber Kollege Steffel, ist es natürlich in der Tat bei Kindern aus ausländischen Familien tatsächlich oft ein größeres Problem, allerdings jetzt nicht, weil sich so ganz viele abmelden vom Unterricht. Es sind nur etwa, glaube ich, 3% der Betroffenen, die überhaupt sich versuchen abzumelden, was ja Gott sei Dank nicht mehr geht. Aber es sind natürlich vor allem auch die sozialen Hintergründe. Und es ist halt ein Unterschied, ob eine Familie sonntags sagt, ja, wir gehen schwimmen, das ist ein Freizeitding und ich bringe es euch auch bei, oder ob dieses Bewusstsein bei oft bildungsferneren Familien schon gar nicht mehr da ist, dass das eben auch eine gute Freizeitbeschäftigung ist und zur persönlichen Entwicklung von Kindern dazugehört. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, erlauben Sie mir den Hinweis, leistet pro Jahr über 9 Millionen Stunden ehrenamtlich, also ohne Bezahlung, im Bereich des Schwimmunterrichts, am Wasser, im Binnengewässer, in den Schwimmbädern, aber auch bei der Wasserrettung und an der Küste und auch bei der Ausbildung von Wasserretterinnen und Wasserrettern. Als Dank hat uns leider der Bundesinnenminister im letzten Jahr schon den Rettungssport aus der Spitzensportförderung gestrichen. Das ist ein sehr schlechtes Signal und ehrlich gesagt in den nicht mein Minister, sorry. Also da bitte ich doch um Korrektheit. Den Kollegen de Maizière habe ich nicht vor zu verteidigen. Ich wünsche, wir hatten ja in dieser Legislaturperiode aber durchaus, jetzt sage ich mal von meiner Ministerin, nämlich von Bundesministerin Barbara Hendricks, ein Programm zur Förderung von Sportstätten aus dem Umwelt- und Bauministerium. Das war einmal über 100 Millionen und vorher gab es schon mal die 140 Millionen, die es gab für das Thema insgesamt Zukunftsinvestitionsprogramm. Daraus gingen auch Gelder in Schwimmbäder, aber natürlich ist es nur ein sehr, sehr kleiner Betrag, der das Problem nicht lösen hilft. Fakt ist, es fehlen uns nicht die Ausbilderinnen und Ausbilder, sondern es fehlen uns tatsächlich die Schwimmbäder. Und dort, wo es welche gibt, ist es so, dass die ehrenamtlichen Schwimmlehrerinnen und Lehrer unserer Organisation zum Beispiel noch teure Hallenmieten zu zahlen haben. Es gilt, und damit wollen wir heute beitragen, das Bewusstsein in Kommunen, in Land und Bund dafür zu schärfen, dass Schwimmen eben ein Teil der Ausbildung ist. Und ich fände es gut, wenn es in der nächsten Legislaturperiode gelingen würde, einen goldenen Plan Schwimmbäder aufzulegen. Übrigens wäre auch das eine gute Anknüpfung, denn den goldenen Plan gab es zuletzt unter einem sozialdemokratischen Innenminister und der hat da viel Gutes bewirken können. Ich darf Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, anempfehlen, den Jahresbericht der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft,
Den werden wir Ihnen in den nächsten Tagen in alle Büros zukommen lassen. Und nehmen Sie ihn tatsächlich zur Gelegenheit, auch die Sommerferien zu nutzen, Ihre DLRG vor Ort zu besuchen, also nicht nur hier zu loben, sondern gehen Sie hin, schauen Sie sich das an. Und ich darf Sie erinnern und vielleicht dann den einen oder anderen ermutigen. Im alten Griechenland gab es eine interessante Devise bzw. Frage, wenn jemand etwas werden wollte. Da wurde gefragt, wird man denn jemandem ein hohes Staatsamt anvertrauen, der weder schreiben noch schwimmen kann? Das heißt, schon bei den alten Griechen war das richtig gute Schwimmen eine wichtige Voraussetzung für Staatsämter. Also alle von Ihnen, die ambitioniert sind, sind aufgefordert, gehen Sie zur DLRG, machen Sie dort ruhig auch das Rettungsschwimmabzeichen. In diesem Sinne hoffe ich auf einen guten Sommer. Die Kollegin Britta Hasselmann hat für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das Wort.